Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine Freunde. Was geht? Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Wir haben mal wieder ein Tutorial-Video heute. Ja, es kam jetzt schon wieder länger nichts auf dem Kanal, aber wir gucken uns heute an, wie wir denn das erste Update von FM-Zocker installieren. Ich habe ja gesagt beim Tutorial, dass ich diesmal auch Update-Videos mit einbeziehen möchte. Ja, dass ich diesmal auch Videos machen möchte, wenn ein oder ein Installationsvideo machen möchte, wenn ein Update von FM-Zocker rauskommt. Und das erste Update ist jetzt draußen und deswegen gibt es jetzt ein kleines Video dazu. Wir werden uns natürlich erstmal die ganzen Details angucken, kurz die Patchnotes überfliegen, gucken, wie groß ist das. Dann zeige ich euch, wie man es installiert. Aber das ist eigentlich alles ziemlich easy. Deswegen, ja, gehen wir direkt rein. Gucken wir mal in die Patchnotes, würde ich sagen. Als allererstes, Update 1 ist dann jetzt draußen mit dem Video. Also wenn das Video online ist, könnt ihr euch das Update auch runterladen. Links sind natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und wir sehen hier, dass Vereinsdaten hauptsächlich im maledivem Luxemburg, Deutschland überarbeitet wurden. Wir werden das jetzt auf jeden Fall nicht 1:1 durchgehen, denke ich, weil ich glaube, das Video sollte nicht allzu lang werden. Ich möchte es ja kompakt halten. Aber was ich zum Beispiel ziemlich cool finde, da müsst ihr auch direkt dran denken, das ist diesmal ein etwas größeres Update. Ich glaube, ich habe beim Runterladen habe ich jetzt 5,2 GB runtergeladen. Also berechnet das auf jeden Fall mit ein, dass das ein klein wenig größer ist, das Update. Es liefert aber auch ziemlich viel, wenn wir alleine mal gucken, was da alles in den 2D-Grafiken dazukommt oder überarbeitet wurde. Da sind wir da schon mit dem Update schon ziemlich, da ist schon ziemlich viel dabei. 10.000 Spielerbilder wurden nochmal überarbeitet für die FM-Zocker-Spielerbilder. Da bin ich sehr gespannt drauf. Muss ich sagen, dann wurden nochmal die Wappen nochmal überarbeitet. Stadien wurden auch nochmal überarbeitet. 3D-Grafiken wurden überarbeitet. Also es wurde jede Menge in diesem Update nochmal gemacht. Keine Parameter verändert, aber sonst gab es halt ziemlich viel, was in dem Update gemacht wurde. Könnt ihr euch natürlich auch alles nochmal in Ruhe komplett durchlesen. Ne, ist natürlich alles unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, dann kommen wir jetzt dazu, würde ich sagen, direkt, wie wir denn das Update installieren. Das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen unstrukturierter, würde ich sagen, als beim normalen Tutorial. Aber ich glaube, jeder, der den FM installiert hat, der weiß ja schon grundlegend, wie man das Ganze installiert. Und für das Update sieht es da genau gleich aus. Denn wir haben hier einmal wieder das Update 1. Das ladet ihr runter. Dann bekommt ihr wieder den Ordner für das Update 1. Damit machen wir genau das Gleiche wie mit den anderen Sachen, die wir für die normale Installation vom Fußballmanager machen würden. Dazu gehen wir jetzt einfach mal mit Rechtsklick auf das Update. Wie gesagt, ich installiere es wieder mit 7-Zip. Also ich zeige euch wieder, wie ihr es mit 7-Zip macht. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und dann geht ihr einfach mit Rechtsklick hier drauf. Wieder 7-Zip, wie bei der normalen Installation auch. Entschuldigt, wenn ich mich so ein bisschen verhaspel. Aber schaut auf die Uhr, wir haben ziemlich früh. und ich bin noch ein bisschen verpeilt. Auf jeden Fall nehmen wir das so wie beim, oder handhaben wir das so wie bei der ersten Installation. Wir entpacken das einfach hier. Habe ich jetzt schon mal gemacht, um ein bisschen Zeit zu sparen. Dann bekommt ihr genau diesen Ordner. Könnt ihr auch reingucken, wie immer. Einfach nochmal mit dem Ordner hier drin abgleichen. Habt ihr die gleichen Sachen in dem Ordner, den ihr entpackt habt. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Und dann könnt ihr einfach auf den Installer draufklicken. Dann bekommt ihr wie immer den Installationsclient von FM Zocker oder vom Fußballmanager 23. Dann gehen wir einfach wieder weiter, akzeptieren die Lizenzvereinbarung. Deutsch ist wirklich schwer morgens. Dann kommt jetzt wieder ein sehr, sehr wichtiger Part. Und zwar müssen wir jetzt den Pfad auswählen. Der ist jetzt bei mir diesmal nicht automatisch ausgewählt, weil ich jetzt in meinem Fall meinen Installationsordner umbenannt habe. Es kann sein, dass bei euch das automatisch drin ist. Müsst ihr auf jeden Fall gucken, wo ihr den Fußballmanager wieder installiert habt. Ihr kennt das.
Ne, genau, auch das wie in der normalen Installation auch. Stellt sicher, dass ihr das in den Ordner rein installiert, wo ihr denn auch den Fußballmanager 23 installiert habt. Dann gehen wir hier auch auf weiter, dann kriegen wir nochmal wieder eine Übersicht, was denn alles so, wie viel Speicherplatz wir denn jetzt für das Update brauchen würden. Wären in unserem Fall 3,3 GB. Dann gehen wir auf OK und dann wird das Update 1 auch schon installiert. Und das war es eigentlich auch schon. Also wir müssen dann nicht mehr wirklich viel weiteres machen. Wir installieren jetzt einfach das Update 1. Und dann sind wir damit auch schon durch. Es ist kinderleicht, das Update zu installieren. Das finde ich wunderschön. Ihr müsst es nur einmal entpacken, auf den Installer klicken und dann macht sich eigentlich alles von alleine. Das einzig Wichtige, was ihr wirklich beachten müsst, ist, dass ihr den richtigen Pfad eingibt. Dann sollte eigentlich dem Update nichts im Weg stehen. Damit haben wir es installiert. Ganz easy. Und dann würde ich sagen, war es von mir auch schon wieder. Ja, das ist ein ganz, ganz kurzes, knackiges Video geworden. Aber macht ja nichts. Das Update ist ja auch nicht sonderlich kompliziert zu installieren. Wie gesagt, lest euch die Changelogs komplett durch. Wenn ihr komplett wissen wollt, was in diesem Update drin ist, ist natürlich alles in der Beschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Update.